Ja, guten Morgen zusammen. Gestern habe ich nicht mehr wahnsinnig viel gemacht, weil mir ist das Hund zu Elend gegangen, wieder mal. Aber ich habe zum Glück eine gute Kollegin, die mir empfohlen hat, was ich jetzt machen soll. Und danke Vanessa an dieser Stelle. Und jetzt geht es mir ein bisschen besser. Und ich hoffe, dass ich jetzt das in den nächsten Tagen wieder ein bisschen wegbringen kann. Das ist vermutlich so eine Übersäuerung vom Magen. Weil ich da nonstop immer saures Zeug esse, also sauer. Sauer Basis, ja nicht sauer, sauer. Ihr wisst, was ich meine. Und halt immer scharf und so. Mein Magen hat das vermutlich nicht so vertreibt. Aber ja, jetzt gehen wir. Say hello to Switzerland. Hello Switzerland. Das ist mein Zimmergenoss. Und wir gehen jetzt hier ins Mumienmuseum. Das ist etwa 45 Minuten da zum Laufen. Auf dieser Stadtseite. Und ja, bin gespannt, was mich dort so erwarten würde. Es sollte recht nice sein. Und ja, es hat mal einen anderen Einblick gegeben in die Geschichte so vom Tod hier in Mexiko. Mal schauen, hoffentlich ist es auf Englisch angeschrieben. Ja, ich musste jetzt wieder mal extra für die Kamera zahlen. Da muss man überall extra zahlen, wenn man mit der Kamera rein will. Ich habe jetzt so gezahlt 60 Pesos, also etwa 3 Franken. Und für die Kamera nochmal 1,20 oder so. Also es ist nicht wahnsinnig teuer, aber gleich, man muss halt immer wieder zuzahlen. Mühsam. Ja, wir sind jetzt hier gerade im Museum und ja, es ist okay, aber es ist gut, das mal zu sehen, aber es ist jetzt nichts Spezielles. Wir sind jetzt nicht hin und weg von dieser ganzen Sache. Ja, kann man anschauen, muss man aber nicht. Ich glaube, so die schöne Aussicht hier geniessen und so ein bisschen den Vibe von dieser City geniessen ist einiges interessanter als das Museum, meine Meinung. Una, dos, tres, Vision Leader! Keine Ahnung, was wir jetzt da gerufen haben, aber es geht viral, das Video, es geht viral. Jetzt müsst ihr euch das mal reinziehen, die dürfen hier gerade ihr Auto überbrücken. Und das ist so eine ganz enge Straße, das ist eine One-Way-Street hier. Ihr seht, da kommt sonst kein Auto mehr durch. Und hinten dran, die Leute warten alle schön geduldig. Kein Problem hier in Mexiko bei uns. Würden glaube ich alle Tore drehen, wenn einer so etwas machen würde. Aber ja, da läuft es halt ein bisschen anders da. Die sind ein bisschen geduldiger da, die Leute. Zum Glück. Wenn ihr jetzt übrigens noch so eine Tour bucht, also Tour, eigentlich nicht wirklich eine Tour, es ist heute Abend sind, also respektive jeden Abend sind da so die typischen Strassenmusiker, also die haben da so ganz komisches Kleid an, sie ist ganz typisch für da, ich weiss, das fällt mir der Name, oder der Name fällt mir jetzt nicht mehr gerade ein von diesen Leuten, aber die sind da überall in der Stadt, wenn man rumläuft, fragen die einem, ja, eben, ob man heute Abend will, da teilnehmen. Ich weiß auch nicht so genau, was jetzt auf uns zukommt. Der Kollege ist jetzt schon mal im Dunn im Starbucks und ich gehe ihn jetzt abholen. Nachher haben wir auf die 7. Das ist etwa 20 Minuten. Fährt das an. Und ja. Sehen wir dann, was da so genau passiert. Ich glaube, man kommt irgendetwas trinken. Die machen Musik und so. Aber sonst weiss ich auch nicht so genau, was da auf uns zukommt. Aber das sehen wir jetzt gerade. So, wir warten jetzt hier vor dieser Kirche zum Kreis. Sokka ist auch wieder am Start. Hey, hallo. Hallo. Und ja, jetzt sollte es dann eigentlich demnächst losgehen. Wir haben uns gewundert, warum wir jetzt hier einen Eintritt müssen zahlen mussten, weil da kannst du einfach hinhocken oder irgendwo hinten dran stehen. Aber vermutlich gibt es dann noch irgendetwas Spezielles für die, die Eintritt zahlt haben. Also wir hoffen es zumindest. Mal schauen, wie es rauskommt. Ja. Hola.
So, da gerade etwas trinken bekommen. How do you like it? It was nice. It's good. Irgendwie Traubensaft oder so, irgendetwas, keine Ahnung. Mit so einem coolen Tongefäß. Und ja, wir sind jetzt so ein bisschen durch die Stadt durchgelaufen und jetzt geht es da weiter rauf. Mal schauen, was uns als nächstes erwartet. Einfach gerade voll schräg angeschaut. So, was macht er? Jetzt haben wir Männer und Frauen getrennt. Die Frauen sind irgendwo da hinten durch und die Männer sind da. Und jetzt können die Männer hier Blumen kaufen für ihre Frauen. Wie romantisch, hä? Schaut euch das an. So herzig. Ándale, cara. A ver, todos con el ramo arriba. Una, dos, tres. Y se repite esto en coro que dice: la daga en México conocida como puñal. ¿Solo ustedes dan un beso de piquito? Cuando el padre regresa con el puñal en la mano, lo saca y se lo clava. Cláveselo. Ja, die Tour ist jetzt fertig. Ist recht interessant gewesen. Also wenn ihr da seid, auf jeden Fall empfehle ich euch, das auch zu machen. Ist eine witzige Geschichte. Und ja, jetzt Videobomb. Hä? Jetzt würden wir eigentlich gerne ein Bier trinken, aber ich kann leider nicht. Aber ich glaube, ich begleite jetzt einfach den Soko, damit er sein Bier trinken kann. Und ich tue ein bisschen meinen Magen schon und trinke irgendein Wasser oder so. Ja, ja, St. Patrick's Day haben wir ein bisschen anders vorgestellt, aber ja noch. Wir sind jetzt in einem Irish Pub mit Irish Music. St. Patrick's Day. Und ich kann kein Bier trinken. Wie verschissen ist das? Scheiße! So, wir sind jetzt zurück im Hotel. Hostel. Und es gibt jetzt hier noch Reis für mich. Meine fantastische Kochkünste. Ich habe das heute Nachmittag habe ich das mal gekocht. Ich habe noch ein bisschen Reste. Perfekt. Und nachher gehen wir vermutlich noch auf die Terrasse rauf. Dort sind das ganz viele andere Leute vermutlich am Trinken. Am Vortrinken für den Ausgang. Aber ja. Gehen wir mal ein bisschen schauen. Und ja, wird sicher ganz witzig, auch ohne Alkohol. Kann nämlich auch ganz witzig sein ohne Alkohol, nicht wahr? Ja, hallo zusammen. Es ist bereits schon wieder ein Tag später. Heute habe ich nicht viel gefilmt, oder respektive noch gar nichts. Es ist auch nicht wahnsinnig viel gelaufen. Gestern Abend sind wir noch auf der Terrasse oben gesessen. Die sind noch ein paar Bier getrunken. Aber auch nichts Spektakuläres gewesen. Und heute bin ich kurz in die Stadt, aber ja, nichts irgendwie, wo ich jetzt müsste sagen, hey, Scheiße, ja, wieso habe ich nicht gefilmt? Von dem her, jetzt ist schon wieder ein bisschen gegen Abend zu. Ich habe jetzt gerade ein Fedi-Match geschaut, Scheiße, verloren. Aber das Leben geht weiter und ich gehe jetzt auf den Berg dort hin, wenn ich dort überhaupt raufkomme. Kein Plan. Gemäss dem Typ vom Hostel sollte man da irgendwie auf den Berg raufkommen. Entweder auf den oder auf diesen da links sehen. Ja, das gehe ich jetzt mal austesten. Ich habe ein bisschen Proviant eingepackt und jetzt gehe ich einfach mal da in die Richtung. Mal schauen, ob das etwas wird. Und wenn ja, haben wir sicher ganz, ganz geile Ausblicke über die Stadt. Es ist ein bisschen bewölkt, leider. Oder
jetzt gerade zum Glück beim Laufen, aber ja, Sonnenuntergang klingt ein bisschen schwierig werden, wobei die schönsten Sonnenuntergänge sind immer dort, wo es ein bisschen Wolken drin hat, oder nicht wahr? Also von dem her, es ist noch nicht fertig. Ich kann immer noch weiter hoffen und ja, jetzt gar nicht mal schauen, wie das, ob ich dort raufkomme oder nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist. Wenn wir mal schauen, ich weiß nicht, was ihr seht von hier, ich probiere es mal. Ja, mit einem ganz guten Auge könnt ihr es vielleicht erkennen. Dort sind ein paar Leute. Ich habe so 6-7 Stück. Und ja, es ist gut, dass ich nicht unter Reihe unterwegs bin und ich die Sicherheit habe, dass ich da auf jeden Fall richtig bin. Also ich hoffe es zumindest. Sicherheit gibt es da vermutlich nicht, weil es sind ja vermutlich auch Touristen von dem her. Aber ich gehe jetzt da mal ein bisschen da rauf. Also geht schon mal recht steil drauf. Und Wanderweg, wie wir es bei uns kennen, kennen die da vermutlich nicht. Schau mal, wie es aussieht. Ja, dann muss man halt ein bisschen freestylen da. Ja, mittlerweile gibt es tatsächlich eine Strasse. Das ist jetzt kein Wanderweg, sondern es ist einfach eine Strasse, wo man auch mit dem Auto rauf fahren kann. Weil da hinten, habe ich gesehen, auf der Karte ist noch ein Schloss. Ja, das sollte jetzt eigentlich direkt hier hinführen. Auf dieser Strasse. Und schau mal schon die Aussicht, die man schon von da hat. Schon mal richtig geil, das da hinten, was ihr gesehen habt. Das ist die Stadt Guanajuato. Und ja, richtig, richtig schön von da. Man sieht auch, ich weiß nicht, auf der Kamera sieht man es vermutlich nicht so gut, aber alles die farbig angemalten Häuser. Und das ist so ein bisschen wie aufgeteilt zwischen links und rechts. Und in der Mitte ist so der Hügel, wo unser Hotel auch drauf ist. Also es ist eine richtig schöne Stadt. Und ja, aber übrigens gehe ich morgen schon wieder weiter. Natürlich verrate ich nicht, wo ich reingegangen bin, aber ja, das ist dann schon mein letzter Tag wieder da. Schade, weil es ist eine wirklich coole Stadt, aber ja, was soll's, nicht wahr? Ich muss weiterziehen, ich bin ein Vogel, der fliegt. So, jetzt bin ich also hier oben angekommen und jetzt müsst ihr euch das mal reinziehen, wie das hier aussieht. Einfach unglaublich schön und ich habe sogar noch ein paar Leute kennengelernt. Say hello! Hello. Die sind hier auch umgekehrt, das sind die ich hier unten mal zuerst gesehen habe, den Felsen raufkraxeln. Und ja, die sind jetzt hier auch auf dem Weg hier rauf. Und da ist einfach traumhafte Aussicht, haben wir von oben. Und ja, ich weiss jetzt nicht, ob wir noch weiter rüber gehen oder ob wir hier bleiben. Mal schauen, aber auf jeden Fall, das hat sich schon mal sehr, sehr gelohnt. Und dass ich jetzt hier auf eigene Faust aufgegangen bin. Weil das steht nie irgendwie in einem Prospekt oder so, dass man da rauf kann. Aber ja, hat sich definitiv gelohnt. Ja, wir sind jetzt hier gerade auf dem Aussichtspunkt, hier zu oberst auf dem Berg, und wir geniessen jetzt den Sonnenuntergang. Da mit meinem Drohne ist auch am Start. Wow, it looks so fun. I kind of wish I were a drone. Schau dich das mal an. I wish I could be a bird as well. You're sieht richtig, richtig geil aus. Und das ist ein richtig cooles Trüppli da. Die sind hier in der Spanischen Schule, haben sie sich alle kennengelernt. Und ja, ich bin jetzt hier einfach drin reingerutscht. Aber ja, no. Was geht? Ja,
Ich habe euch ja vorher mal gesagt, eventuell genau, muss es so sein, dass es Wolken hat. Und jetzt müsst ihr euch mal das reinziehen. Es ist nämlich genau gut, dass es Wolken hat. So, jetzt bin ich also wieder zurück da von meinem Hike und wir sind jetzt hier auf der Terrasse noch mit den Hostel Buddies. Yeah. Hey, ciao! Und das sind noch ein paar von French guys. Hola. Genau, hola. Genau. Viva Mexico! Korea ist vertreten, Mexiko ist vertreten und Frankreich ist vertreten. Und schaut euch mal die geile Aussicht an von unserem Hostel, von unserer Terrasse. Ja, sieht recht geil aus von hier, recht chillig. Und ja, sie trinken jetzt dann noch ein Bierchen und sie gehen dann, glaube ich, nachher noch in den Ausgang. Und ja, ich lasse jetzt hier noch ein bisschen den Tag ausklingen und nachher bei den unteren, weil es ist ja schon wieder relativ spät. Und ja. Und ich hoffe, oder ich sage jetzt mal, ich tue das Video gerade beenden an dieser Stelle, weil es kommt vermutlich nie mehr gross dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein und ja, bis gleich. Macht's gut. Ciao, ciao.